Heute möchte ich euch was zum Thema Schießbrille erzählen. Ungefähr zwei Drittel der Menschheit ist kurzsichtig, weitsichtig oder mit einer Hornhautverkrümmung gesegnet. In der Gruppe der Schützen ist das kaum anders. Viele Schützen haben also einen eindeutigen Sehfehler. Mit zunehmendem Alter neigen solche Sehfehler dazu, sich zu intensivieren. Trotzdem können wir sagen, dass viele Top-Schützen auch mit Sehfehler ausgezeichnete Ergebnisse erzielt haben. Zwei Schützen hier aus dem Hause, der Arvinov Bindra, der Niccolo Gambriani, sind Olympiasieger geworden mit erheblichen Sehfehlern. Das bedeutet also für uns, dass man durch eine entsprechende Korrektur jedes Auge, fast jedes Auge, zu normalen oder gar überdurchschnittlichen Sehleistungen aufputschen kann. Heute möchte ich euch erzählen, wie so eine Schießbrille aussieht, wie sie funktioniert. Ich habe hier zufälligerweise das Exemplar von Mac in der Hand. Das gehört zum Mac Glass System. Das ist eine Reihe von Brillen, Bauteilen, Blenden, Gläsern, Glashaltern bis hin zu Vorsätzen für das Diopter. Also ein ausgeklügeltes System, das hier in 20, 30 Jahren entstanden ist, um die Wünsche aller, auch ausgefallene Wünsche, zu erfüllen. Die Geschichte beginnt hier mit dem Rahmen. Der besteht im Prinzip wie bei jeder Brille aus einem Ohrbügel und zwei Schenkeln, zwei Seitenteilen. Das Besondere bei der Schießbrille, weil wir die anpassen wollen nachher auf jeden Schützen und auf jeden Anschlag. Wir können hier die Länge der Seitenteile verstellen und wir können das stufenlos und im Prinzip sehr schnell. Wir haben dann die Frontseite der Brille, einen Rahmen, und an diesem Rahmen befestigt ist der Nasensteg. Den kann man ebenfalls abbauen, in der Länge verstellen, und in Extremfällen würden wir den auch verbiegen, um für jedes Gesicht die richtige Einstellung zu finden. Herzstück des Rahmens ist unser Kupplungssystem. Das dient der Befestigung der eigentlichen Linse. Wir haben hier einen Glasträger, der die Linse an mehreren Stangen befestigt. Der Glasträger wird jetzt hier eingeführt und mit dieser Schraube auch ohne Werkzeug befestigt. Ihr seht, der ist rot, die anderen Teile der Brille sind blau. Wer drei Stellung schießt und wechseln muss zwischen liegen, knien und stehen, kann also hier sehr schnell mithilfe dieser Befestigung einen Glasträger wegnehmen und den nächsten einschieben. Gestell, Glasträger, und das dritte Standardelement ist die Abdeckblende. Die wird auf der anderen Seite dieser Kupplung befestigt und hier mit einer Drehung fixiert. Die ist in verschiedenen Variationen erhältlich: breit, schmal, dunkel, hell, durchsichtig. Die ist ebenfalls zur Seite beweglich, in der Höhe verstellbar und hier mit einem Kugelgelenk sogar drehbar. Das heißt, wir können mit dieser Konstellation das Brillenglas an jeden beliebigen Ort bringen, die Blende an jeden beliebigen Ort bringen und haben dann eine gut funktionierende, übrigens sehr leichte Brille. Ich glaube, dieses Gestell ist aus Titan und wiegt nur 30 Gramm. Also bequem, leicht und anpassbar. Das hier ist die Standardbrille von Mac.
ist natürlich so. Eine besondere Erwähnung bei dem Thema Schießbrille verdient dieses kleine Zauberwerk hier. Ich nehme es nochmal raus. Der Glasträger hier verfügt also über ein kleines Getriebe. Das nennt sich McGlass Shift. Eine Einstellung, wie wir die vom Diopter oder anderen Präzisionsinstrumenten kennen, die uns erlaubt, den Glasträger, die Linse selbst also, in sehr feinen Bewegungen seitlich und in der Höhe zu verstellen. Ich baue das hier mal wieder in unsere Kupplung und fixiere das. So, und wenn ich jetzt an diesem Rad hier drehe, bewegt sich das Glas ganz leicht nach unten. Und wenn ich in Gegenrichtung drehe, bewegt es sich nach oben. Die gleiche Systematik haben wir hier an der Seite. Ich kann also das Glas mit einer Drehung um 2-3 mm nach rechts, nach links, nach oben oder unten bewegen. Das ist interessant im Anschlag selber. Kein Anschlag ist aus Beton, alles verändert sich, die Waffe, die Kopfhaltung. Und sobald ich als Schütze merke, dass mein Glas nicht mehr zentral durchschaut wird, wenn ich also irgendwo an der Seite durchsehe, ändert sich die Korrektur. Und genau dann kann ich mit einer einfachen Bewegung, mit einer präzis gesteuerten Bewegung, das Glas wieder in den Mittelpunkt meiner Visierlinie bringen. Nennt sich MacShift, kriegt man bei Mac. Wir beschäftigen uns mit der Schießbrille und wir sollten ein paar Worte zum Hauptbestandteil der Schießbrille verlieren, nämlich zur Linse. Ich schraube die gerade mal hier raus, um sie besser handhaben zu können, was wir also hier in diesem Glasträger, in diesem runden Rahmen haben, ist die eigentlich wirksame Substanz der Schießbrille, nämlich eine optische Linse. Die war früher mal aus Glas, heutzutage, habe ich mir sagen lassen, wird Kunststoff bevorzugt. Die Linse ist ein durchsichtiger Körper, der geschliffen wird, um bestimmte Augenfehler auszugleichen. Wir haben im Wesentlichen zwei Sehfehler. Das eine ist die Kurzsichtigkeit, da sehen wir Dinge in der Entfernung nicht so gut. Das andere ist die Weitsichtigkeit, da sehen wir die weiten Dinge gut und alles, was in der Nähe ist, ein bisschen schwächer. Die dritte Sehstörung oder der dritte Sehfehler ist die Hornhautverkrümmung oder Astigmatismus. Bei diesem Sehfehler sehen wir runde Dinge verschoben, verformt,
weil die Linse, die Hornhaut unseres Auges ein wenig verzerrt ist. Wer einen Sehfehler hat, geht normalerweise zu seinem Augenarzt, um den festzustellen, vermessen zu lassen. Fraktionierung ist, glaube ich, das Zauberwort. Und dort wird dann genau vermessen, wie ein Glas geschliffen sein muss, um den Fehler des Auges auszugleichen. Im Idealfall würde also ein starker oder ein schwacher Sehfehler durch eine entsprechend dicke, dünne, konvexe, konkave Linse ausgeglichen. Darum brauchen wir uns nicht zu kümmern, das machen die Spezialisten. Wir müssen uns nur darüber klar sein, wo wir die richtige und die beste Linse bekommen. Bei unserer Tagesbrille ist die Situation etwas anders, weil die soll normalerweise von ganz nah bis ganz weit uns das scharfe Sehen erlauben. Bei der Schießbrille haben wir eine besondere Gegebenheit. Wir haben eigentlich nur eine Entfernung, auf die wir scharf sehen wollen. Das wäre beim Gewehr ungefähr 80, 90 cm, das ist die Länge der Visierlinie vom Diopter, von der Diopteröffnung bis zum Korn. Und durch das enge Loch der Diopteröffnung, der Iris, befinden sich praktisch alle Eindrücke auf etwa 1 Meter Entfernung. Und das Glas einer Schießbrille muss deshalb nicht von unendlich bis Nasenspitze scharf sein oder dimensioniert sein, sondern das würde ganz speziell auf eine Entfernung zugeschliffen. Gilt auch für Pistole oder Bogen oder welche Disziplin auch immer. Es ist also die besondere Situation im Ziel die, dass wir nur eine Entfernung wirklich erfassen müssen. Deswegen das vielleicht ein kleiner Seitenexkurs. Lohnt es sich, zu einem speziellen Schießoptiker oder Schießbrillenoptiker zu gehen, weil der die Situation kennt, der weiß also von vornherein, aha, Schütze, eine Entfernung, auf die optimieren wir. Der Vorteil manchmal auch noch, wie bei uns im Hause, wenn eine Schießbrille ausgemessen und angepasst wurde, dann könnte sie hier auf dem Schießstand direkt auf ihre Praxistauglichkeit überprüft werden. So, wenn wir jetzt also ein Glas haben, das optimal auf deinen Sehfehler zugeschnitten, geschliffen ist, dann kommt es ganz wesentlich darauf an, dass dieses Glas im Anschlag die richtige Stellung hat. Das heißt also, wenn dieses meine Ziellinie wäre, dann wäre es wichtig, erstens, dass das Glas genau mitten in dieser Blickrichtung sich befindet. Dass ich also beim Ziel nicht am linken Rand oder am rechten Rand durchschaue, hoch oder tief, weil da die Brechung der Linse eine andere ist als in ihrem Zentrum. Je stärker der Sehfehler, desto wichtiger ist diese exakte Positionierung. Das heißt, wer 0,25 Dioptrien hat, der kann schon mal ein bisschen streuen. Wer mit 6 Dioptrien in den Anschlag geht, der muss sehr genau auf die Präzision achten. Das zweite Problem ist die Neigung der Linse zur Visierlinie. Das heißt, wenn ich die Brille schräg stelle, dann würde ich ebenfalls die Brechung ganz wesentlich verändern. Das heißt, das Glas sollte sich senkrecht, rechtwinklig vor die Visierlinie befinden. Das gilt sowohl für seitliche als auch für Bewegungen in dieser Achse. Heißt also, es ist immer darauf zu achten, dass das Glas mittig genau in der Visierlinie ist. Ein zweites Problem betrifft die Distanz.
Das heißt, weil die Linse wie ein Brennglas nachher die Bilder des Lichts in meinem Auge bündelt, ändert sich das, wenn die Entfernung eine andere ist. Deshalb sollte der Schütze bemüht sein, jeweils die Entfernung herbeizuführen in jedem Anschlag, für die die Brille berechnet ist. Das ist der Hornhaut-Scheitelabstand. Bei einer Tagesbrille liegt der um die 15 mm. Das kann im Anschlag durchaus anders sein. Wenn man das also so bestellt und so berechnet, könnte man auch mit einem gleichmäßig weiten oder näheren Abstand arbeiten. Wichtig ist nur, bei jedem Schuss gleich, denn jede Änderung würde das Zielbild etwas verändern, die Sehschärfe möglicherweise trüben. Die Hornhautverkrümmung ist eine spezielle Problematik, die wird also quasi durch die Drehung der Linse beeinflusst. Wir müssen uns eine Linse vorstellen, die unregelmäßig geschliffen ist und die muss in einer ganz bestimmten Stellung stehen, weil sie nur dort meinen Sehfehler richtig ausgleicht. Würde die Linse verdreht, wäre die Korrektur hinfällig oder eine andere. Das heißt also, das Glas hat von vornherein einen vorgegebenen Winkel. Und wenn ihr genau hinschaut, ich hoffe, die Kamera kann das zeigen, gibt es hier unten an der Brille einen kleinen Strich, eine kleine Gravur. Und die muss, wenn die Brille von uns kommt, senkrecht unten sein. Dann stimmt der Ausgleich der Hornhautverkrümmung. Sollte die Brille sich verdrehen, wäre dieser Ausgleich gestört und wir würden im Zweifelsfalle die Scheibe des Korn eirig sehen. Man kann dieses Glas innerhalb des Rahmens verdrehen, wenn man diesen Halter hier öffnet, aber grundsätzlich ist die senkrechte Anordnung die richtige. Ja, wir kommen jetzt zum eigentlichen Problem oder zur eigentlichen Leistung der Schießbrille, nämlich die Anpassung auf den Anschlag. Das heißt, wenn ich meine Schießbrille jetzt aufsetze, ist die in einem bestimmten Winkel vor meinem Auge. Würde ich aber jetzt in den Anschlag gehen, mein Gewehr zur Hand nehmen, stelle ich fest, dass die Brille weit, ich kann das mal in die Richtung machen, das ist mein Anschlag. Ich würde also jetzt in diesem Falle deutlich mit dem Glas rechts neben der Visierlinie sein. Wenn ich jetzt diese wunderbare Brille habe, kann ich das tatsächlich durch Drehen ausgleichen. Ich finde aber auch, dass die Brille nicht senkrecht steht, sondern dass sie etwas so verdreht ist. Würde ich also jetzt hier das Glas herausnehmen und die Drehung hier ein bisschen ändern. Brille wieder rein, Schraube dicht und schon wäre ich jetzt mit meiner Brille in der gedachten Visierlinie. Das ist für den Schützen selber nicht so leicht einzustellen. Deswegen gibt es zwei Empfehlungen. Wenn man eine Brille kauft und erwirbt, macht es sicherlich Sinn, einen speziellen Schießbrillenoptiker aufzusuchen. Einmal weiß der, wie das Glas richtig berechnet wird, speziell auf die Situation am Gewehr oder an der Pistole. Zum anderen hat der aber auch die Erfahrung bei der Anpassung der Brille. Das heißt, er würde die Einstellung der Bügel,
die Positionierung des Glases, die Drehung, die Neigung, alle diese Dinge so einstellen, wie er das nach vielen Jahren und vielen Schützen für richtig hält und für dauerhaft gangbar hält. Und der Schütze selbst könnte dann mit dieser Grundeinstellung weiterarbeiten. Da ist dann der Trainer gefragt, der sollte im Anschlag kontrollieren, steht das Glas richtig, ist also diese Neigung korrekt oder muss das Glas verschoben werden. Das kann man auch selbst machen, wenn man sein Handy nimmt und es auf ein Stativ stellt im Anschlag und einfach mitfilmt, kann man nachher gucken, stimmt die Brille. Aber klassischerweise wäre der Trainer für diesen Job die richtige Person. Auch im Wettkampf übrigens, da passieren alle Dinge, die schief gehen können, gehen im Wettkampf schief. Im Wettkampf sollte der Trainer beim Pad oder beim Probeschießen schauen, ob die Linse richtig steht und im Bedarfsfall eine Änderung herbeiführen. Also, das Wichtigste, das Glas sollte richtig berechnet sein, auf das Schießen berechnet sein und es sollte im Anschlag senkrecht vor der Scheibe stehen und der Blick sollte mitten durch die Linse fallen.